eure Schuld, Jungs. Wegen euren Tricks. Unsere Schuld, es ist eure Schuld. Aha. Ihr seid ja wirklich wahre Freunde. Ihr schummelt auch, okay, verstanden? Du schlaue Julia, sprich nicht mit ihnen. Komm zu uns. Nein, besser nicht. Komm besser zu uns, okay? Du schlaue Julia, wir sitzen am selben Schreibtisch. Wer das Video rechtzeitig liked, bekommt im nächsten Test auf jeden Fall eine 1. 1, 2, 3. Du hast Glück, aber nur für den Fall, dass du es noch einmal tust. Was ist mit euch los? Es ist doch nur ein Test. Warum macht ihr euch denn so viele Sorgen? Nun, Dark Alan, steh auf, komm schon. Du wirst Zeit haben, dich vorzubereiten, denn die Prüfung ist in einer Woche. Mary Johnson, vielleicht sollten wir gleich ein Geschäft abschließen. Das Übliche für dich. Nimm dein Geld zurück. Wir werden uns gut vorbereiten. Kommt schon, macht euch keine Sorgen. Bist du bereit für den Test? Nein. Hast du einen Plan? Wie wär's, eine Verletzung vorzutäuschen? Nein, das macht mir voll Angst. Am Ende mache ich mir trotzdem wirklich weh oder so. Also das machen wir nicht. Dann habe ich keine Ahnung. Gar keine Idee mehr. Wir müssen tanzen. Was meinst du, vor der Lehrerin? Was? Vertrau mir, ich habe eine Idee, wie man diesen Test schreibt. Und wir kriegen diesmal keine 4? Wie? Okay, Leute, ihr könnt gehen. Gut gemacht, schlaue Julia. Okay, Leute, ihr könnt gehen. Okay, hier ist der Plan. Wir fangen an, mit der schlauen Julia befreundet zu sein. Und sie ist ja die Beste und sie ist eine Einzelschülerin. Und sie schreibt jeden Test mit der 1 und dann hilft sie uns oder so. Mit der schlauen Julia befreundet sein? Aber will sie überhaupt mit uns befreundet sein? Ich weiß, das ist keine leichte Aufgabe, Bruder. Aber wir werden dir alle danken. Wer wir alle? Mann, zum Beispiel deine Eltern. Du willst also keine 4 mitbringen. Oh, hi. Hallo. Hallo. Du hast ja gesagt, dass dein Schloss an deinem Rucksack kaputt ist, oder? Ich kann das reparieren. Ich habe das zu Beginn des Schuljahres gesagt. Mein Vater hat das schon in Ordnung gebracht. Vielleicht ist noch was anderes kaputt. Vielleicht muss dich jemand beschützen oder so. Ich kann Karate. Hier, schau mal. Hier und hier und hier und hier. Schlau Julia, warum stehst du in ihrer Nähe? Wirst du etwa bedroht von ihnen? Nein, ich habe nichts verstanden. Also, tschüss. Tschüss, Jungs. Oh, sieh dir das an. Du hast es ja gestern nicht in die Bibliothek geschafft und deswegen habe ich dir das Buch hier mitgebracht und so. Für mich? Und woher wusstest du, dass es mein Lieblingsbuch ist? Ich höre dir immer sehr aufmerksam zu. Du bist doch meine beste Freundin. Und ich hatte diese Textmarker hier mitgebracht. Ja? Ah, ist das für mich? Ja, genau. Du magst es doch, den Text in Textbüchern schön zu unterstreichen. Und meine beste Freundin sollte das bunteste Heft von allen haben. Cool. Danke, Jungs. Danke, Jungs. Nun okay, ihr könnt gehen. Stören Sie die schlaue Julia. Sie haben ihr Geschenke gemacht. Hast du was gesehen? Hast du was gesehen? Sie haben die Tür für sie geöffnet. Und womit hat sie das verdient? Ich habe viel mehr Geld als sie. Ich frage mich, was so besonders an ihr ist. Nun, sie ist hübsch, ne? Hä? Was meinst du? Aber du bist doch auch hübsch. Aber sie ist auch clever dazu. Der
bist du bereit für die Prüfung? Ja, ja, ja. Du bist ja die Klügste und die Schönste. Ja, genau. Sie wollen, dass Granny Julia Ihnen bei der Prüfung hilft. Das ist es. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Sie flippen ja voll aus. Warum ist mir nicht selber diese Idee in den Sinn gekommen? Ich muss sie doch einfach nur Geld geben. Und jetzt, wo sie die Jungs hat, ist Geld nutzlos. Mädels, wir können das nicht so stehen lassen. Die schlaue Julia glaubt, dass die Jungs einfach so mit ihr befreundet sind. Ja, und sie benutzen sie einfach nur. Sagen wir es ihr. Und sie wird uns dabei helfen. Vorstellen, wie verärgert du jetzt bist. Das sind unsere Jungs. Kein Vertrauen in sie. Wie wollen wir ihnen jetzt eine Lektion erteilen? Können wir nicht einfach zugeben, dass wir alles wissen? Niemals. Das ist doch langweilig. Lass sie leiden. Wir geben ihnen Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Ja, das wird's sein. Ja, aber auch etwas für uns. Nun, wir haben geholfen, es herauszufinden, nicht wahr? Okay. Lust auf Kuchen. Aber kann ich Kuchen essen, ohne ihn mit meinen Mädchen zu teilen? Okay, wir bringen jedem einen. Was können wir sie noch fragen? Oh Mann, jetzt bin ich echt erledigt. Es ist echt schwer, dich durch die ganze Schule zu tragen. Was können wir tun? Mädchen sind nach dem Sport müde. Sie schaffen es nicht allein zur Kantine, um ein Glas Wasser zu trinken. Vergesst nicht, mich auch abzuholen. Ich weiß nicht. Das ist doch zu viel. Sie haben uns Kuchen gebracht. Sie haben getanzt. Sie haben sogar deine Schuhe geputzt. Findet ihr nicht, dass das jetzt genug ist? Sie verdienen meine Hilfe. Wirklich. Was? Schlaue Julia, wirst du den Jungs helfen? Und was ist mit uns? Wir sind doch deine Freunde. Vielleicht wirst du uns beiden helfen, oder? Was denkst du dir aus? Okay, ich bin still. Was möchtest du noch, schlaue Julia? Ich will. Und ich. Was denkst du dir aus? Ich bin still. Setz dich näher, meine Freundin. Nein, setz dich zu uns, ja? Ich habe entschieden, dass ich mich auf den Test konzentrieren muss. Und ich werde mich von euch allen fernhalten. Verstanden? Oh. Das ist alles eure Schuld, Jungs. Wegen eurer Tricks. Unsere Schuld, es ist eure Schuld. Ihr seid ja wirklich wahre Freunde. Ihr schummelt auch, okay? Verstanden? Du schlaue Julia, sprich nicht mit ihnen. Komm doch zu uns. Nein, besser nicht. Komm besser zu uns, okay? Schlau Julia, wir sitzen doch zusammen am selben Schreibtisch. Sie will das mit uns durchziehen, ja? Nein, mit uns. Oh.
sind fertig. Wir sind erledigt. Ja, das ist unsere Schuld. Jetzt müssen wir alles in Ordnung bringen. Und was sollen wir tun? Wir können für die schlaue Julia ein Lesebuch kaufen. Was haltet ihr davon? Wir müssen ihr Buch auf jeden Fall ersetzen, das ist klar. Soll ich ihr ein teures Geschenk bestellen? Oh, schon wieder dein Geld. Das wird nicht helfen. Nicht wirklich. Nee, nee. Vielleicht sollten wir zeigen, dass wir sie schätzen. Ganz genau. Ich weiß auch wie. Sie ist gleich wieder da. Vergib uns! Liebe Mitschülerin, wir wollten uns bei dir entschuldigen, okay? Deswegen dieser Preis für die schlaueste und liebenswerteste Mitschülerin. Und hier ist ein neues Textbuch. Wir schämen uns sehr. Okay, ich vergebe euch. Ich bin wirklich froh, dass ihr alles verstanden habt. Ihr seid alle meine wahren Freunde. Und was macht man mit wahren Freunden? Man schummelt zusammen? Nein. Die Menschen glauben an wahre Freunde. Und ich glaube, dass ihr diesen Test selbst durchführen könnt. Ich hatte den Text vergessen. Was soll ich nochmal sagen? Lach nicht. Ich weiß, es ist eine schwierige Aufgabe, Bruder. Ich weiß, es ist eine schwere Aufgabe, Bruder. Und hier, und hier, und da, und hast du nicht gesehen, und hier. Ah!